guten Abend zusammen oder schon einen guten Morgen. Das ist jetzt der zweite Versuch, das Video zu drehen, weil mir gerade meine Kamera hingefallen ist. Egal. Thema der Woche ist Ignoranz nach dem Outing oder Umgang mit Ignoranz nach dem Outing. Also ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich mich nicht viel geoutet habe, da ich das nicht so gut drin bin. Und genau wegen dem Grund, wie geht man dann mit um, wenn man ignoriert wird, also nicht ignoriert, wenn man so ein scheiß Verhalten erfährt, einen so widerfährt. Deswegen habe ich mich nicht großartig geoutet, nur bei wenigen Leuten. Das sind einmal gute Freunde, wo ich wusste, dass ich da mit denen auch weiterhin Kontakt haben werde. Meine Eltern, meine Familie und ein paar Ärzten. Sonst habe ich, und wo bei den drei Gruppen habe ich Ignoranz erfahren? Bei eigentlich nur bei Ärzten, bei dem hier. Da habe ich da einmal eine schlechte Erfahrung mit Ärzten gemacht, aber ist bei meinen Freunden, ich habe mich ja nur bei denen geoutet, die ich mit denen ich auch noch weiterhin Kontakt halten wollte. Also ich bin ja weggezogen. Den Rest ist mir, weiß ich nicht, habe ich nie wieder gesehen, ne? Und bei meiner Familie, herrscht auch eine gewisse, es wird nicht großartig über das Thema geredet, oder es wurde es noch nie gemacht, also es kommt auch nichts von mir, also ich habe keinen Bock darüber mit denen zu reden. Ich bin ich, ändert nichts an der Sache. Die wissen Bescheid, wenn ich im Krankenhaus bin oder war, bin ja jetzt fertig mit OPs. Aber ja. Und jetzt bei Ärzten, da hatte ich echt einmal eine richtig scheiß Erfahrung machen müssen. Und zwar hatte ich mal ein gynäkologisches Problem gehabt, sag ich mal. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es so da unten in dem Bereich. Und wollte dann zum Frauenarzt gehen. Das Problem war, dass ich die Vornamens-Personenstandsänderung schon hatte. Und ich bin und hier hingezogen und noch keinen Frauenarzt hatte. Und ich wusste nicht, dass Frauenärzte keine Männer abrechnen können. Und deswegen, und ich kannte hier auch keinen transerfahrenen Arzt, dementsprechend, also Frauenarzt. Bin dann einfach auf gut Glück mal einfach alle so bei, weiß ich mal, bei Google, bei den gelben Seiten durchgeguckt, denn das war echt ein akuter Fall. Ich hatte Schmerzen gehabt. Und da hatte ich jetzt keine Zeit, da stundenlang im Internet zu recherchieren, wo ich hingehen kann oder so. Also man, ich habe einfach geguckt, wo ist ein Frauenarzt und bin hingegangen. Ja, und dann war das Problem, dass die mich alle nicht behandeln wollten, weil die nicht wussten, ob ich Mann, Frau, unter was sie mich führen können. Ja, da kam so Ausreden, es ist jetzt keine Zeit. Oder, manche haben wirklich gesagt, die können das nicht abrechnen und deswegen können die mich nicht behandeln oder so. Das geht nicht, weil ich ein Kerl bin. Also, ich war bei recht vielen Arzt, sogar letztendlich auch im Krankenhaus hier im Ruhrgebiet und ich wurde nicht behandelt mehr. Und ja, manch einer wollte sich das auch eigentlich nur angucken, aber nichts machen. Also hab dann gedacht so, hallo, wenn sie nichts machen können, dann brauchen sie es auch nicht anschauen, ne? Also da habe ich dir auch vorgezeigt, der war einfach nur neugierig, aber wie das bei mir unten ausschaut. Also sowas musste ich leider schon erfahren. Einfach dadurch, dass durch Unwissenheit und auch Unwissenheit von mir. Ich wusste nämlich nicht, dass es dieses Problem geben könnte, dass ich nicht mehr zum Frauenarzt gehen kann, nach Vornamensänderung und so weiter. Man kann natürlich hingehen, aber man muss sich halt von der Krankenkasse so einen Wisch holen, dass man natürlich noch zum Frauenarzt gehen darf, solange man noch weibliche Geschlechtsteile hat, ne? Ist kein Problem, aber es war halt ein akuter Fall. Ich wollte da jetzt nicht 1, 2, 3, 3, 4, 5 Tage warten oder so, ich musste jetzt zum Arzt gehen, ich wollte jetzt einen Arzt haben, der mir sagen kann, was da gemacht werden muss, oder ne, der mir helfen konnte. Weil dann letztendlich nicht so einfach wegen dieser Scheiße da. So, müsst ihr euch dran denken, wisst ihr für die Zukunft, trotz Vornamensänderung bin ich mir ganz sicher, dass ich trotzdem noch zum Frauenarzt gehen konnte, zumindest für die Mastik und Hüftung ist man ja auch bei der Gynäkologie. Und das war, glaube ich, kein Problem damals. Ich denke mal, wenn die Ärzte wissen und sich mit Trans auskennen, dann wissen die, wie die das abrechnen können. Aber wenn die keine Ahnung haben, dann sehen die da nur einen Kerl und einen Kerl können, geht nicht. Ne? Und das ist einfach Unwissenheit. Naja, egal. Also, oder Unwissenheit und Ignoranz, wie auch immer. Egal, das wollte ich jetzt noch sagen.
Das habe ich vergessen. Ja, wie bin ich damit umgegangen? Ich habe überlegt, mir wurde von einigen Kollegen gesagt, dass das eigentlich unterlassene Hilfeleistung gewesen ist, was die Leute Ärzte bei mir abgezogen haben und ich das melden könnte, aber ich habe es letztendlich nie gemacht. Ich gehe auch nicht mehr zu den Ärzten hin. Ja gut, ich brauche jetzt letztendlich brauche ich eh keinen Frauenarzt mehr. Also das war auch der ausschlagende Punkt, warum ich unbedingt den Clickpen haben wollte, weil ich sowas nicht mehr erleben wollte, dass ich zu Ärzten hingehe und dann wie so ein Tier im Zoo angestarrt werde, wie so, ne? Exot, so, was ist das denn, wie ein Kerl kommt hier hin und will, was vom Frauenarzt, so, ne? Ich diese Erfahrung nicht, also ich kann damit anscheinend nicht gut umgehen mit Ignoranz. Meine Lösung ist OP. diese, da nicht wieder hingehen. Vielleicht nicht die beste Lösung, aber. Oh. Moment. Aber ja, ich habe das Problem ist gelöst. Ich habe mit diesen Ärzten nie wieder was zu tun. Das könnte man machen, man könnte die Person aufklären, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, wollte ich nicht aufklären, ich wollte jetzt einfach nur einen Scheißarzt haben, der mir da helfen konnte. Das war jetzt nicht mal ein transspezifisches Problem, was ich hatte, das war einfach ein Problem, was jeder, der, also ich glaube, das hätte auch Kerlen passieren können, was mir passiert ist, ich weiß es nicht, aber ne, trotzdem wollte mich keiner behandeln, einfach, weil keine Ahnung warum, weil es Ignoranz war, ne. Also man könnte Aufklärungsarbeit bearbeiten, da hatte ich jetzt aber keinen Nerv dazu, also ganz ehrlich, nein. Was könnte man noch machen? Sich vorher mal, also ich hätte mich natürlich vorher lesen. Also keine Ahnung, ich wusste das einfach nicht, dass man nach Vornamens-Personenstandsänderung nicht mehr einfach so zum Frauenarzt gehen kann, also beziehungsweise nicht zu jedem, sag ich mal. Also ich bin mir ganz sicher, dass ich bin. In Düsseldorf bei der Gynäkologie da keine Probleme hatte und trotz der Personenstandsänderung haben wir das ganz normal abrechnen können. Ich weiß nicht, wo das Problem war, aber also wo das jetzt, aber naja, egal. Bei den anderen war es ja wohl ein Problem. Müsst ihr dran denken, vielleicht, wenn ihr soweit seid, dass ihr vielleicht zur Sicherheit so ein Wisch holt, denn das ist ein absoluter Scheiß, wenn ihr dann zum Arzt geht und euch keiner behandeln kann. Naja. Und sonst. Also Aufklärung ist das A und O, glaube ich. Also wenn ihr euch bei euren Familien outet und die das nicht so verstehen, nehmt die mal vielleicht mit zu einer Transgruppe oder sowas, wo die einfach sehen können, dass Transleute ganz normale Männer sind, wie wir, wie ganz normale 0815 Leute sind. Also es hat mir auch persönlich sehr geholfen, einfach zu sehen, dass Transmänner ganz normal aussehen. Außer ich sehe aus wie ein Kanarienvogel. Das war's dann zum Thema der Woche. Sorry, dass das Video so spät hochkam. Ich habe Mittagsschlaf bis jetzt gehalten, bis 2 Uhr morgens. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.